Hunter, wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Und wir haben heute einen Alien mit nach Hause gebracht. Die Samaritan. Summer einfach. Sam würde ich sie jetzt einfach mal abkürzen. Und ja, ich habe sie einfach wirklich so mit nach Hause gebracht und mal gucken, was so abgeht im Grunde bei mir zu Hause. Und das würde ich eigentlich dann sagen, dass ihr mal euch freundlich vorstellt, einladet mit Puppen zu spielen. Und dann gucke ich mal, was die anderen so alles machen. Tobias. Oh, guck mal, die beiden. Die Tamina klettert schon runter. Warum bist du traurig? Zurückgelassen, weil kein Elternteil in der Nähe. Mit Fremden reden. So, und unsere Theodora ist irgendwo wütend, weil ungewolltes Geschwisterkind. Oh Gott. Ich will das nicht, Papa. Oh ja, genau. Setz sie doch mal da drauf. Aufs Töpfchen gehen. Papa guckt dir zu. Und du Spaß und Hunger eigentlich auch direkt. So, sie muss erstmal auf die Toilette. Sprechen beibringen wäre natürlich auch noch mal eine Möglichkeit gewesen. Und dann Essen geben. Ah, beibringen aufs Töpfchen zu gehen. Na, das machen wir doch direkt. Theresa ist irgendwo eingeschlafen. Ah, die ist aber auch ins Bett. Warum steht denn das so weit vorne? Sehe ich jetzt erst. Naja, wahrscheinlich geht das wieder nicht an die Wand, deswegen habe ich so weit ein bisschen weiter nach vorne gestellt. Egal. Alina. Um Tipps bitten. Also Alina hat jetzt auf jeden Fall Samaritan auch kennengelernt. Dahlia ist bei der Arbeit. Ich sag mal fleißig arbeiten. Mit Fremden reden. Gina kennt sie auch. Oh Gott, wie sie guckt. Plaudert mit Samaritan, Timo und Alina. Und sie ist immer noch irgendwie traurig, weil ich doch zurückgelassen wurde. Aber ansonsten hast du auch Hunger wahrscheinlich. Hm, aufs Töpfchen müsstest du gehen. Timo, kannst du dich mal um dein, warte mal, Kleinkind überprüfen, hochheben, Basisbedürfnisse beibringen. So, das machen wir doch mal so. Was macht sie denn mit den Händen da? Ich weiß gar nicht, was wir da so hier machen, Mensch. Um Tipps bitten. Sehr interessant. Ein Alien. Ihr macht immer noch auch hier oben weiter. Oder ihr seid noch nicht. Obwohl sie auf dem Töpfchen sitzt, ist nichts passiert. Irgendwie klappt's nicht, oder? Also sie hat aber bald Level 3. Ich spule mal ein bisschen vor gerade. Also manchmal braucht es echt ewig sowas. Das kann doch nicht sein. Kein Wunder, dass ich nicht weiterkomme. Mit euren ganzen Fähigkeiten und was der Geier. You know. So. Er ist eigentlich, genau, Follower, Witze, Folgen und so. Wobei ich mich gerade vielleicht doch nochmal kurz um das Kind kümmern möchte. Kennenlernen. Wo ist denn das mit diesen Grundbedürfnissen? Hätte ich jetzt gerade auch gerne mal bei ihr gewusst. Wobei sie ja auch... Ich tue sie ja erstmal... Also ich gebe ihr erstmal was zu essen. Knuddeln. Geschichte erzählen. Die bleiben irgendwie draußen stehen. Kommt man nach Hause? Alina, genau. Alina geht rein.
Hausaufgabe abgeschlossen und die Motorikfähigkeit, da musst du noch mal dran. I'm sorry. Soweit geht es dir nämlich eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß nicht. Es rutscht zwar runter, aber egal. So. Ihr seid Bucky irgendwie noch draußen. Kann das sein? Ihr seid nicht mehr reingekommen. Ich gucke noch mal ganz kurz hier rein. Huch. Kritiker. Macaroni und Käse. Keine Ahnung. Geburtstag in Nahen. Was ist das? Nahrungs-irgendwas. Yay! Yay, 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 yay! Eine Stufe sind wir hinauf. Eine Stufe hinauf. Lass einen Sim den höchsten Level in der Gastronomie-Karriere erreichen. Ach, Dahlia hat es geschafft. Ist jetzt Promi-Köchin. Und wir haben hier noch einige Sachen bekommen. Oh, oh, oh. Also das heißt natürlich zum einen... Upsala. Lass ihn stehen. Zum einen, dass wir diese Sachen hier mitbekommen haben. Das hier ist eine Abzugshaube Diskretion. Na dann machen wir die mal hier hin. Dann haben wir eine breite Haube professionelle Leistung. Das brauchen wir nicht zusätzlich, oder? Brauchen wir das? Ich finde die so tiefgehend. Ja, auf jeden Fall haben wir noch einen... Der Obelisk, der geht noch weiter runter wahrscheinlich. Und wir haben eine freistehende Kochplatte. Die würde ich schon irgendwie gerne irgendwo hinstellen wollen. Kann ich die einfach hier hinstellen? Das ist ein bisschen im Weg. Achso, wegen dem hier. Guck mal, das geht so weit runter. Die verkaufe ich jetzt mal einfach. So, genau. Da geht... Ja, wir kommen ja immer noch hier rein. Sollte doch einfach kein Ding sein. Oh, das können wir mal... wegmachen. Kommt schon. Achso, ich kann das momentan nicht hier drin. Das wollte ich eigentlich nämlich verkaufen. Und die wollte ich... Warte mal, 4 verkaufe ich zumindest. Und das wollte ich auch verkaufen. Und das haben wir wegen was bekommen? Keine Ahnung. Nahrungs-irgendwas. Das ist der gleiche auf jeden Fall. Okay. Egal. Brauchen wir nicht. Aber Dahlia hat mir jetzt... Achso, Moment. Da war ich doch eigentlich richtig. Ich gucke ja immer in diese Zimmer. Und jetzt Karriere. Restaurant, Küche, Berufszweig, Koch der Gastronomie-Karriere. Geheim. Genau. Das hier. Es gibt eine Restaurantküche für uns. Die sieht allerdings nicht allzu hübsch aus, finde ich. Deswegen, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich sie nach oben machen sollte. Aber ich habe ja gesagt, ich kaufe mir alle. Tja, wo mache ich die denn jetzt da unten hin? So, einmal Zimmer kaufen und wir stellen die Küche. Wir stellen die Küche hier hinten hin. Also so langsam muss ich mir mal überlegen, ob ich irgendwo nochmal einen Flur oder sowas reinmachen möchte, ne? Das war ja auch schon, glaube ich, ein Zimmer, ne? Ja, ich mache sie hier hin. Oh, Theodora ist sehr hungrig. Ja, der Papa sollte eigentlich ihr was zu essen geben. So. Und kann ich jetzt gerade noch mal da eine reinmachen? Perfekt. Dann kann ich durch das Wissenschaftslabor mich in dieser Küche... Ja, ja sie, ich finde, sie sieht einfach nur sehr, naja, schlicht einfach aus. Aber ich habe ja gesagt, ich sammle quasi die Zimmer. So, jetzt gucken wir doch mal. Mensch, Theodora, wo bist du denn?
ausgehungert. Gott, das ist ja furchtbar. Timo, du solltest die doch lenken. Oh. Jetzt hat er sich um das andere Kind gekümmert. Nee. Mann. Essen geben an Theodora. Und zwar ein Sandwich. So, jetzt gucke ich mal nach euren Geburtstagen. Ja, das wird morgen der Fall sein, sozusagen. Irgendjemand hat Telefon gerade gehabt. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Oh, du. Tree! Ah, ich muss unbedingt ins Studio. Letzte Woche habe ich das Beintraining verpasst. Und jeder weiß, dass das ein absolutes No-Go ist. Ich könnte wirklich gut einen Trainingspartner gebrauchen. Nein, ich habe so viel hier zu tun, meine Liebe. Das ist echt lieb von dir, dass du mich mit einladen möchtest, aber ich habe echt keine Zeit und ich gehe jetzt in Rente. So, Karriere aufhören. Das ist ja hier so, dass ich muss los, okay? Wo ist er denn, Mensch? Ich muss echt aufpassen, dass dieses arme Kind. Wo ist sie denn? Ach, da. Jetzt bring sie nach oben. Komm. Also vor Stunden habe ich dir das schon gesagt, dass du das tun sollst. Ach Gott. Level 9, super. Tamina. Aufhören. Bist du sicher, dass Dahlia in Rente gehen soll? Ja. Erhält sie jeden Tag eine Zahlung basierend auf ihrem derzeitigen Stundenlohn. Okay. So, warte mal. Gib ihr noch mal was. Oh, verdammt. Jetzt renn doch nicht davon. Oh Mann. So, warte. Essen bringen. Essen aus Inventar. Habe ich denn was im Inventar? Eine Orangensorbet. Das ist aber verdorben. Eine Erdbeere. Nee, das ist ja doof. Objekte was? Was war das? Objekte beibringen? Hm. Windeln wechseln. Outfit ändern. Ich kann hier gerade nichts zu essen geben. Warum kann ich hier nichts zu essen geben? Windeln wechseln. Und ja, weil sie damit gespielt hat. Essen ist lustig. Ja, wie lustig halt. Mann. Sie machen mich wahnsinnig. Vor allen Dingen zwei, ey, Mann. So, du bist jetzt in Ruhestand gegangen. Oh, jo, egal, geh mal schlafen, genau. Timo, wo bist du? Ah, du kümmerst dich um Tamina. Tobias sollte sich eigentlich um Theodora kümmern, die gerade was isst. Hunger! Jetzt isst das doch bitte auch. Was ist jetzt? Braucht Vergnügen. Jetzt ess erstmal. Oh, was macht er jetzt? Tamina hier absetzen und? Wir kümmern uns überhaupt gar nicht um Timothy, ne? Ist es schon jemandem aufgefallen? Essen geben. Ja, kriegst noch ein Sandwich. Der Papa kann das irgendwie. Dann geh du mal, Timo. Geh du mal auf die Toilette. Nicht transformieren. Oh Gott, nein. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Wobei, das können wir eigentlich mal probieren. Komm, wir transformieren mal. Wir können uns in einer anderen Toilette auch noch leisten. Ist ja nicht so. So. Sie... Oh Gott. Sie soll eigentlich hier unten die Motorikfähigkeit noch erweitern. Und nicht am Spiegel umspielen. Theresa ist immer noch irgendwie im Bett gelandet. Jihi. Transformation. Und? Blub. Ah. Wir haben einen Stuhl. Hier absetzen. Was? Ach so. Nein.
Jetzt kannst du lachen, mein Lieber. Aber weißt du was? Ich muss mal gerade gucken, ob wir nicht auch hier irgendwelche Grips trinke dieses Serum, damit dein Sinn vorübergehend ein Genie wird. Was? Ja, wirklich. Dein Dünner wird rosenrot und heiß. Freund Sensemann. Beliebiges Alien-Kristall. Und eine Schnitterblume. Wo habe ich denn die Schnitterblume hin? Aber ich habe die verwendet, glaube ich. Ochsenstark. Geisterglipper. Drei Pilze. Dickmacher. Alien-Aura. Ich brauche noch ein Alien-Kristall. Die Gehirnleistung eines Aliens. Und tränke dieses Serum, um das Alter deines Sims zurückzusetzen. Krass. Okay, was ist denn ein Alien-Kristall? Was ist denn das hier? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ist das ein... Das ist ein Meteorstein, oder? Das ist kein Kristall. Also das würde nicht dazu zählen, nee. Ich habe doch alle Kristalle. Ach so, und ich wollte eigentlich auch noch mal, wo sind denn meine Trusen? Da. Sternflocke, Zarine und ja, die habe ich hier auch alle drin. Aber ich habe irgendeinen Alien doch neu bekommen. Jetzt müsste ich schon wieder umbauen. Lebendiges Allstachelschwein und lebendiger pinker Wal. Blaue Schnecke. Die war selten. Die machen wir rein. Oder raus. Und das. Jo, was kann ich denn mit dem noch machen? Nichts. Außer, dass ich sie vielleicht wirklich noch brauche. Ich behalte es einfach mal. Ach Gott im Himmel. So, das hier einmal aufräumen. Das hier auch aufräumen und dann kannst du mal gucken, was wir noch haben. Das da. So, und ich brauche. Ich brauche eine neue Toilette. Ach komm schon, jetzt. Ich wollte es nicht wegräumen hier. So. So. Der Stuhl bekommt 85 Simoleons dafür. Sanitär. Nehmen wir natürlich die beste, teuerste Toilette. Oh, wir nehmen mal so einen leutseligen Lokus. Warum nicht? Das könnte in etwa in die hier reinpassen. Oh, das ist natürlich blöd. So, dahin und an die Wand. So, und dann kannst du nämlich das direkt, upsa, auch gleich alles verbessern. Sofortige Verbesserung. Was? Doppelkernprozessor hinzufügen, meinetwegen. Und dann kannst dich mal mit ihm unterhalten. So. Tobias. Genau. Setz sie mal da rein. Ihm wird selber unwohl. So, spielen. Mach mal die Arme hier raus. Er selber muss gleich mal. Level 9 der Geschicklichkeit. Perfekt. Ja, lass sie doch mal bitte raus. Also ich weiß, manchmal stehen die einfach nur da, statt dass sie mal selbst jetzt gleich was machen, oder? Theodore hier absetzen. Komm. Setz sie bitte einfach nur ab.
Ah, du bist echt ein lahmarsch, Mensch. So, einmal verwenden, einmal spülen und dann kannst du auch noch was essen. Nicht die Ambrosia. So, das mache ich mal weg. Das mache ich auch noch weg. Achso, Moment. So, sie spielt jetzt endlich. Gott sei Dank. Und die Kleine, die will ins Bett. Wo ist denn unser Butler? Vielleicht können wir den mal kurz rufen. Oder Theresa. Komm, Theresa. Kleinkind in Schlaf lesen. So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Ja, dann haben wir dann den Geburtstag. Ja, dann werden wir, Sonntag werden wir Geburtstag feiern. Ich sag Tschüssi, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Out. Ciao, ciao.